Hallo, liebe Freunde der gepflegten Modellbauunterhaltung. Ja, willkommen zurück auf dem Schlachtschiff Bismarck und heute geht es weiter mit der Ausgabe Nummer 14. Ja, es geht weiter mit der nächsten Ausgabe unserer Bismarck, unserer Metall-Bismarck, muss man ja schon sagen. Es wird ja immer metallischer oder technischer auf jeden Fall. Auch heute wieder ein schönes Technikbauteil, da kommen wir gleich zu. Jetzt schauen wir erstmal kurz in das Heft hinein, was es heute gibt. Wie gesagt, zur Anleitung kommen wir gleich. Sind ein paar mehr Themen heute im Heft drin, denn die Bauanleitung ist heute nicht wirklich groß. Dazu gleich mehr. Ja, in der Bismarck-Geschichte und Schicksal geht es heute um den Stapellauf eines Giganten. Am 14. Februar 1939 war es soweit und die Bismarck, zumindest der Rumpf, der große Rumpf der Bismarck, hatte seinen Stapellauf. Und ja, hier sieht man nochmal, dass eine ja, das riesige Festivität draus wurde, also eine riesige Veranstaltung daraus gemacht wurde, dass dieser Gigant zu Wasser gelassen worden ist. Und hier sehen wir dann, wie der Rumpf sich in die Elbe eintaucht, nennen wir es mal so. Ja, weiter geht es dann mit der Legende der Kriegsschiffe, das U-Boot, die Anfänge. Hier sehen wir auch schön da eines der ersten U-Boote von 1859. Die sehen da noch ein bisschen anders aus als die, die wir jetzt kennen. Weiter geht es dann mit den berühmten Seeschlachten Hampton Roads, das Duell. Da gab es ja in der letzten Ausgabe, glaube ich, schon den ersten Teil. Jetzt geht es weiter. Aus 1862 das Duell um Hampton Roads. Und noch ein Thema haben wir, der Seekrieg 1939 bis 1945. Neuer Brennpunkt. Anfang des Jahres 1940 rückte Nordeuropa in den Mittelpunkt des Interesses vom Seekrieg. Ja, auf jeden Fall wieder schönes nebenbei zu lesen. Jetzt soll es aber erstmal weitergehen mit dem Bau an sich. Und heute geht es um den ersten Schrittmotor. Und das ist letzten Endes auch der gesamte Bauabschnitt, den wir tun. Nämlich diesen Schrittmotor, den wir heute geliefert bekommen. Hier habe ich ihn schon auf der Unterseite des Oberdecks zu montieren. Dazu gibt es den Schrittmotor an sich und insgesamt drei Schrauben EP. Zwei davon werden wir gleich wieder benutzen, eine wieder als Reserve. Und wo ich gerade Reserve sage, ich habe mir, ja, witzigerweise hatte ich noch eine Pillendose zu Hause, die ich nicht mehr gebraucht habe. Und ja, habe die kurzerhand umfunktioniert zu einer Schraubendose, die einzeln markiert. Und zwei haben wir noch frei. Jetzt kommt schon die nächste Schraube. Und so kann ich mir die schön zurechtlegen. Gut, das untere muss ich natürlich nicht beachten, aber so habe ich die schön sortiert. Da einige gerade auch ja ziemlich identisch aussehen, ist das gar nicht verkehrt. Ein bisschen skurril das Ganze, aber mir gefällt es. Das ist die Hauptsache. So, ja, wie gesagt, der Schrittmotor wird eingebaut und das werden wir gleich tun. Deswegen hole ich euch ein kleines Stück näher und dann geht's los. Ja, hier haben wir das Bauteil unserer heutigen Ausgabe. Ist nicht wirklich viel, deswegen ist es auch alles sehr schnell zum Auspacken. Dann wieder ein bisschen Plastik, Schräubchen und das ist er. Das ist der Schrittmotor, der dafür zuständig sein wird, dass der Geschützturm sich drehen lässt. Das wird sehr spannend. Den bauen wir gleich ein. Und dementsprechend brauchen wir dazu natürlich unser Oberdeck. Da haben wir in der letzten Ausgabe diese ganzen Hebel angebracht. Die erste Hälfte der Hebel und Gelenkpaare, die sitzt hier. Und genau, die haben wir angebracht und haben die Halterung vom Geschützturm, vom Getriebe für den Geschützturm ebenfalls mit angesetzt. Seitdem sitzt das alles fest und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an einige andere Bauer der Bismarck mit einem guten Tipp, dass ich die einfach diese Ankerketten, die immer hier durch die Gegend geflogen sind,
einfach mit ein bisschen Kreppband oder mit dem Kleber festgehalten haben. Habe ich auch gemacht. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn die immer einem um die Ohren fliegen und vielleicht irgendwie was beschädigen, was nicht beschädigt werden soll. So ist auf jeden Fall besser. So, drehen wir das Ganze um. Da sehen wir schon, das hält wunderbar. Und der Motor wird hier auf diesen beiden Zapfen, die wir hier haben, einfach befestigt. Der wird hier oben drauf gesetzt und dann mit den zwei Schrauben fixiert. So. Aber damit der Motor auch überhaupt greifen kann, brauchen wir jetzt das Zahnrad, welches wir vor zwei Ausgaben in der Ausgabe 12 bekommen haben. Irgendwo muss es auch rumfliegen bei mir auf dem Tisch. Da ist es. Dieses Stück hier aus der Ausgabe 12, das brauchen wir nämlich jetzt. Und zwar wird das einfach hier mit dem etwas, ja, ich nenne es mal längerem Ende hier drauf gesteckt. Ist das in der entsprechenden Richtung? Ich glaube nicht. Ne. Ne. Willst du wohl? So. Bisschen draufdrücken, geht ein bisschen schwerfällig, aber das soll es ja auch sein. So, damit ist er schon draufgesetzt. Und diese Konstruktion wird jetzt einfach hier aufgesetzt auf dem Oberdeck. Ne. So, damit sitzt er schon, wie man hier sehen kann, in den entsprechenden Löchern. Oben und auch auf der Unterseite. Und wie wir auch sehen können, das Zahnrad, das greift jetzt direkt in das große Zahnrad. Das heißt, wenn der Motor sich oder der Motor angeworfen wird, dann bewegt sich erst das kleine und dann das große Zahnrad. Das ist dann für den gesamten, für die Bewegung, für die Drehung des Geschützturms dann zuständig. Ja, das werde ich kurz befestigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben fertig. Das ist nun alles soweit angebracht. Hier haben wir jetzt den Schrittmotor mit den entsprechenden Schrauben am Oberdeck befestigt. Und hier sehen wir auch nochmal das Zahnrad, wie es jetzt, ja, so rum, wie es jetzt in das große Zahnrad mit reingreift. Ja, damit ist auch schon alles erledigt für heute. Mehr müssen wir bis jetzt nicht tun. Die Kabellage bleibt erstmal so, wie es ist, bevor die in nicht allzu weiter Zukunft, so viel sage ich schon mal, dann alles zusammengefügt wird. Sowohl hier das Kabel, als auch alle Kabel, die hier momentan so rumfliegen, die werden dann später an einer Platine befestigt und die wird dann dafür sorgen, dass alles so angetrieben wird, wie es letzten Endes sein soll. Ja, von oben hat sich dementsprechend nichts passiert, hat sich nichts geändert. Der Geschützturm lässt sich ja nun mittlerweile nicht mehr bewegen, weil eben jetzt das Zahnrad nun und der Motor dran, der Schrittmotor dran sitzt. Deswegen ist es jetzt nicht mehr, ist das Ganze nicht mehr beweglich, aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Dann wird er ja zum Leben erwacht. Nennen wir es mal so. Ja, das war es praktisch auch schon von der heutigen Ausgabe 14. Mehr gibt es gar nicht zu erledigen heute. Legen wir es mal beiseite. Ja, es kriegt jetzt auch schon eine schöne Schlagseite, also richtig hinstellen kann man es auch nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze jetzt noch auf dem Oberdeck hält oder komplett zurückfällt. Ich guck mal. Oder ob das jetzt schon zu viel Gewicht ist für das Ganze. Schauen wir mal. So. Ja, jetzt kriegt es Schlagseite. Das ist jetzt zu schwer hinten, dass das jetzt noch halten würde. Da müssen wir jetzt gucken, ob ich das entweder abstütze so ein bisschen. Das wäre, glaube ich, das Beste, dass das noch drauf hält. Ansonsten muss ich das Oberdeck irgendwie, ja, separat irgendwo, ja, hält nicht, separat irgendwo hinlegen. Kriegen wir aber alles hin. So, jetzt mal eben kurz zur Seite. Und ja, zum Schluss natürlich noch ein kleiner Blick in die nächste Ausgabe 15. Und zwar bekommen wir in der Ausgabe 15... natürlich schöne weitere Bauteile. Und zwar gibt es einen weiteren Rumpfabschnitt. Das ist der linke untere Rumpfabschnitt. So heißt das Wort. Das mittlere Stück haben wir ja schon in der letzten Woche bekommen. Dieses Stück hier. Und da kommt jetzt hier auf dieser Seite das nächste Stück dran. Auf der Backbordseite. Das wird dann miteinander zusammengebracht. Und wir bekommen Bauteile, die wir schon kennen, nämlich weitere Scharniere für den vorderen Wellenbrecher. Da werden wir nämlich die zweite Hälfte von Hebel- und Gelenkpaaren dann verbauen. Letzte Ausgabe, in Ausgabe 13 gab es die erste Hälfte, in der nächsten Ausgabe dann die zweite Hälfte.
Ja, das sind die nächsten beiden Bauschritte für die nächste Woche. Ansonsten natürlich wieder ein bisschen was zu lesen. Die Bismarck-Geschichte und Schicksal, der eiserne Kanzler, die Legende der Kriegsschiffe, die Galeone und der Seekrieg 39 bis 45, Planspiele in Berlin und London. Ja, das kommt in der nächsten Ausgabe. Bis dahin ist aber noch ein paar Tage Zeit, beziehungsweise kommt jetzt erstmal das für viele lange Osterwochenende. Auch von mir wünsche ich euch ein schönes Osterfest. Lasst es euch gut gehen. Habt schöne freie Tage. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr garantiert nicht die nächsten Ausgaben. Ja, in dem Sinne, eine schöne Woche, ein schönes langes Wochenende euch allen. Und bis zum nächsten Mal.